So, jetzt willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Ich habe gerade im Ladebildschirm den großartigen Tipp bekommen, Vasallen haben keinen Zugang zum Schloss. Ah, so, aber wir haben Zugang zum Schloss und den werden wir jetzt in Anspruch nehmen. Entschuldigung, ich muss das hier kontrollieren, Sir. The Fisher Knight leaves the humble shores of home for the heady depths of Kart. Pray, let this token from humble Festy garner favor with the Leviathans within. Oh, tut, tut, no time for thanks, friend. The Duke awaits. Sail on, dear knight, sail on. Okay. Du kleiner Scheiße. Pray, do not play a greater fool than I, sir. I do not welcome the competition. Aha. The Duke awaits. Mit Sicherheit. Ah, the glorious return of the inimitable, the indomitable, the unforgettable. Aha. Scratch that last one. Who were you again? Was ist das für ein kleiner Sack? I jest, Fisher Knight, for I am a jester. Und ich bin ein Krieger. I dare say every man in Grand Sorin knows who you are by now. Mit Sicherheit, besonders wenn ich euch den Kopf vom Hals getrennt habe. Your fame is little wonder at the fearsome rate you've solved the duchy's woes. The arisen nods, they say, and lo, the spears do shake. Mir gefällt der Ton von dem Scheißerchen nicht. And now his grace has you in his direct employ. Noch habe ich keinen Vertrag unterschrieben. Your rise to glory is an inspiration, humble knight. And no man looks up to you so much as I. Yeah. And now his... Ja, komm, lass mich in Ruhe. Oh, ich hasse solche Höfe. Come no further, sir. Pray. Go and pay your respects to his grace. No further, sir. We're not to admit any guests past this point. Uh-huh. Und wer seid ihr? Word of your feats has reached us here, sir. Sir Coven. The worm's own strength to clip the Hydra's pate in one blow. Ja, so ist es. No doubt you'll prove more than equal to the dragon. I await tell of your next victory. Aber gerade eben hat's euch noch zu ein paar Lachern gezwungen, was? Word of your feats has reached us. You the note. Kann ich die abnehmen, diese Kack? Nee, kann ich nicht. I cannot fathom his grace's waste of coin on such festivity, while our defenses stand bare. Ja, das ist ja Shackhill, da bin ich eurer Meinung. Just the same, I'll not refuse his wine. Ja, es wäre aber auch unhöflich. I cannot fathom. Und ihr? Longevity can seem a curse when it means living to see such times. Sir Whitley, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin noch nicht so alt. Another dragon once was enough. Oh, ihr habt den einen Drachen überlebt. Erzählt mir mehr. Another dragon. Nicht so gesprächig. Wer seid ihr? I'll grant such gaiety may unite the men and stoke them to greater valor. Sir Falcon. But do we truly have the time to lend such pursuits with a dragon upon us? Ich weiß es nicht. I'll grant such gaiety may unite the men and stoke, but do we truly... Ich denke, wir brauchen jegliche Art von Ansporn, den wir kriegen können. If Dugedman judges morale that important, I'll attempt to enjoy myself. Mhm, Sir Gammon. Okay. If Dugedman... Oh.
I fear your crown outshines my own. By my command, every road in Grancis shall be open to you henceforth as a member of the Worm Hunt. May your efforts help deliver us from the shadow of the dragon. As long as that damnable beast draws breath, I'll fain accept any help on offer. Das war's? Er macht sich über uns lustig, dann schlägt er uns zum Ritter und jetzt? Die Audienz beim Herzog war äußerst ernst. Fragt seinen Vertreter nach den herzoglichen Befehlen, die ihr nun ausführen dürft. Okay, und wir haben anscheinend freie Straßen überall, aber es ist, der Typ ist so ähnlich, wie ich erwartet hatte. So, this is the Arisen. I see no difference in your mane than any other knight. Und ich nichts an euch, außer euren komischen kurz Fukuhila-Schnitt. A hidden strength? Good fortune? Wir können es gern draußen austesten, Sir Tasken. So this, what is it? Wenn ihr wollt, kreuzen wir die Schwerter draußen. Damit habe ich kein Problem. Arisen, hail, sir. It seems you truly stand apart from the rest of us. Some sneered when I presented the Hydra's head. Said it was your feet alone that won it. Und wieso spotteten sie? The truth, I cannot deny it. I had no hand in it. Is plain fact. Ah, ihr habt es als euren Sieg verkauft. What of the enlistment corps then? What meaning does our fealty hold? I have no answer to give my men. To give myself. Wir werden jedes Schwert brauchen, wenn der Drache wiederkommt. I leave me. I fear I will be well drunk by Eve's end. Dann passt auf euch auf. I leave me. Mercedes. Oh, ein alter Freund. The sovereign of this land ill comprehends the urgency of the danger it faces. Denkt ihr? Sieht für mich etwas anders aus. This Eve's empty pomp is ample proof. All gaiety without a hint of real concern. Für mich wirkte das alles sehr ernst. I'll allow, 'tis well understandable. A people numbed by two generations of peace cannot be expected to know true resolve. It is a lesson taught by fire and sacrifice. Pray, let his grace learn before the fire takes all. Ich werde mein Bestes geben. But I ought not speak in such bold terms before his grace. Kritik ist nicht gleich dreistes Reden. I've not else to say. Pray, excuse me. Interessante Ansicht, die er hat. I've not else to say. Pray, excuse me. Das, was er sagt, klingt gar nicht so unvernünftig. Wer seid ihr? The Duke has seemed different of late. Sir Brigante. Brigante. The Duke has seemed different of late. Okay. Danger stalks the capital even now. Are the rest of you truly blind to that simple truth? Sir Vicaroth. Wer sollte dem Ganzen blind entgegenstehen? Danger stalks the capital even now. Are the rest of you truly blind? Wir sehen alle die Gefahr. Let us speak another time, sir. Sir Chandra, okay. Let us speak another. Und wer seid ihr? Dürft ihr überhaupt? I've heard talk. You're the Arisen, eh? Ah, ihr klingt unbeeindruckt, Ambrose. An honor to be employed by the Duke himself. Ja, eine Ehre, dass ich hier bin, würde ich sagen. They're putting steel in the hand of every able-bodied man in the duchy. And aren't you seen? Euch anscheinend nur weitere Schriftrollen. So, it may prove too little. Considering the foe, no force is too large. I do not care what magic you Arisen work to control the pawns, nor do I care to. Just the same. You're a useful lot when there's need for able hands. Well, keep it up. Er hat schon eine große Fresse dafür, dass er nichts zu sagen hat, gell?
Er hat schon eine ziemlich große Fresse. Also, Herr Herzog. Lasst uns reden. Oder soll ich das Wort lieber erstmal an eure Diener richten? Even as his guest, I'll thank you to keep your distance from his grace. You stand before the Duke. Pray, remember your place. Natürlich. Deswegen drehe ich ihm den Rücken zu. Schaut mal mein Popöchen hier unter dem schönen Rabenmantel. Seht ihr meine Schweiffedern, wie sie wackeln? Großartig, oder? Euch stört's doch sicher nicht, wenn ich mich hier nochmal kurz umsehe. I suppose you think it's easy work, stand and watch, that we just amble about the grounds. Nein, Sir Tedric. Truth told, you'd be right. Ah, okay. Naja, gut. Ja, ich hab genau das gedacht. The castle guard's badly short on men. Aha. Ich werde nicht der Schlosswache beitreten. Ich hab Wichtigeres zu tun. Ich gehe mal kurz die Treppen hoch, Sir. Ne? Ich komme dann gleich zu Ihnen. Oh. Das wird noch größer. Ja, reden wir erst mit dem König. Mit dem Kunig. Ich hatte ihn mir irgendwie jünger vorgestellt. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es so ein junger, verwöhnter Bengel ist. Keine Ahnung warum. All through my reign, I foresaw the coming of this danger. Edmund Drachenmann, ihr saht die Gefahr kommen. And so I gathered men into armies, stones into strongholds. I readied for war. Welch Weisheit. And then you arisen. You came to us. And the dragon with you. Pray, think on the meaning of that. And of your duty. Ihr gebt mir also die Schuld an dem Auftauchen des Drachen? Ihr gebt mir die Schuld. Er gibt uns die Schuld und sieht es als unsere Pflicht. Oh, wie großzügig, Herr Drachenborn. If it is work you want, seek Aldous. I'll send word if I have need of you. Be on your way. Do you think me an idle man? Do not test my patience further. Do you think me an... Was? Was ist das für ein... Netter König. Das war ja eine großartige Audienz. Er hat uns jetzt quasi erlaubt, an der Lindwurmjagd teilzunehmen. Oh. Welch Großzügigkeit. Da könnte ich alles verwüsten hier. Ich lasse jetzt mal alles mitgehen, was hier in dem Schloss drin ist. Vor lauter Frechheit. Jetzt konzentrier dich doch mal. Haben wir jetzt unsere Aufträge eigentlich behalten? Schon, ja, das hat echt geklappt. Gut. Freunde, dann schauen wir uns das Schloss mal genauer an. Wir sind ja jetzt, wir dürfen ja jetzt wirklich jeden Bereich betreten. Jeden einzelnen. Er hat uns jetzt nur zum Ritter der Lindwurmjagd geschlagen. Mehr hat er gar nicht gemacht. So, Kollege, du, was hast du mir zu sagen? Arisen, I would speak with you. Privately. Okay. Ich höre. This is not the place. It is a conversation best had after dark. Wenn ihr das wünscht. Meet me in the courtyard by night. Trefft Fettel bei Nacht. Die Verschwörer. Kämmerer Fettel gibt euch eine Aufgabe. Es geht um etwas Wichtiges, das seine Arbeit im Palast beeinflussen könnte. Sucht im Schutz der Dunkelheit den Schlossgarten auf und hört euch an, was der Kämmerer Fettel zu sagen hat. Okay, anscheinend haben wir jetzt Dauerzugriff zu den... Zum Schloss. Kämmerer Fettel, ich muss das Schloss auf jegliche Gefahr untersuchen.
Ich bin mir sicher, ihr versteht das. Aber die Gefahr ist zu groß, dass sich hier giftige Truhen oder Ähnliches befinden. Ne? Das könnt ihr sicher nachvollziehen als Kämmerer. Natürlich könnt ihr das. Ich bin so ein bisschen enttäuscht. Sie haben sich über uns lustig gemacht? Und mehr nicht. Eine uralte Schriftrolle. Aber es hat schon so leichte Witcher-Vibes, oder? Apropos, oh, es wurde ein Remake zu The Witcher 1 angekündigt. Das ist auch krass. Das ist auch krass und sehr geil. Erlösergewänder. Okay. Bald kann ich mich hier nicht mehr rühren, weil wir schon wieder so viele Sachen finden. Hier ist noch eine Treppe. Das Lagerhaus. Geldbeutel. Da liegt sogar ein Geldbeutel. Ein grün Laddisch. Könnt ihr bitte den Raum verlassen, bevor ich euch mit meinem Schwert treffe? Nichts entgeht unserer Klinge. Nichts entgeht uns und unserer Klinge, Freunde. Nicht mal der saubere Lappen. Du bist auch ein sauberer Lappen. Aber so der große Griff hier lässt auch auf sich warten, gell? Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier super wertvolle Gegenstände irgendwie zusammensammeln können. Ja, worauf hatte ich gehofft, Freunde? Ich hatte irgendwie einfach darauf gehofft, dass man dafür belohnt wird, wenn man hier sich jetzt reinschmuggelt, so ein bisschen, wisst ihr? Aber dass man hier nur Tabletts findet, hier ist kein wertvoller Gegenstand, nichts. Gar nichts. Das ist im Prinzip alles Glump. Das ist natürlich risky. Das ist das Privatgemach des Herzogs. Okay. Ah, da dürfen wir nicht rein, okay. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier früher oder später noch eingeladen werden. Das ist ja geil. Was ist hier? Unterm Stuhl? Haarbüschel. Noch mehr Haarbüschel. Und noch mehr Haarbüschel. Ach komm, ist es dein Ernst? Wie viel Haarbüschel haben wir hier? Wandleuchter, ein hölzerner Kerze halten. Kerzenhalter. Kerzen halten. Wie viel? Wir haben jetzt 8-mal hier Haarbüschel eingesammelt. Das ist geil. Das ist geil. Das ist gut. Okay. Nehme ich mit. So, wir haben jetzt. Wie schwer sind wir denn belastet? Mittel. Boah. Jetzt würde ich sagen, gehen wir da hinten die Treppe entlang. Wir haben das Schloss noch nicht komplett erkundet. Entschuldigung, mein Freund, wir werden uns bei Nacht treffen. Ist er hier noch? Wir müssen echt schauen, wir werden irgendwann gnadenlos überlastet sein. Aber anscheinend darf ich ja das Schloss betreten, wie ich möchte. Das sind Zeiten, Freunde, wo man sogar als Erweckter sich quasi, also quasi hoffen muss, dass man Zugang zum Schloss gewährt bekommt. Oh, hier geht's hoch. Dürfte ich jetzt eigentlich diese Kackmütze wieder absetzen? Muss ich die tragen, bis ich hier wieder das Schloss verlasse, oder was? Was sind das für Zustände?
ich bin mal wieder, leider Gottes, in dem Spiel schwer enttäuscht. So, ich suche hier wirklich alles ab. Ich wette mit euch, dass die meisten hier nicht mal hochgehen. Weil sie nicht wissen, dass es funktioniert oder es gar nicht erst ausprobieren. Aber der Random Loot hier, der ist ja so schlecht. Auch so diese Kisten. Ja, geil, jetzt ist hier eine Kiste versteckt. Was wird sich da drin befinden, Freunde? Was denkt ihr? Fremdländisches Messer. Wisst ihr, dafür suche ich das alles ab? Das ist doch traurig. Und dafür bin ich jetzt dann bald schwer überladen. Und schlepp mich durch das ganze Schloss. Der Heilbrunnen ist das Wertvollste, was wir hier bisher gefunden haben. Hier gibt es nicht mal Suchermedaillons. Oder diese Trompeten oder so. Augenklar. Augenklar. Ja, komm, spring einfach. Diese Ruine da drüben, die hat noch irgendwas total Wichtiges zu bedeuten. Moin. If you've no business with the Duchess, I'll ask you to go no further, sir. Und wer entscheidet, ob ich mit ihr was zu besprechen habe? Hm? Sagt uns eigentlich die Chronik was Neues? Chronik? Ah! Meine Pflichten im Rahmen der Lindwurmjagd sind erfüllt. Der Herzog erwartet mich. Ich muss mich beeilen. Das haben wir getan. Im Anschluss an die Audienz erteilte man mir die Erlaubnis, herzogliche Befehle auszuführen. Aufträge von äußerster Dringlichkeit, die Herzog Edmund höchstpersönlich vergibt. Aldus, der Hofkämmerer, gab seiner Sorge um seine Gnaden Ausdruck. Nichtsdestotrotz erhalte ich Aufträge von ihm und muss mich darüber hinaus auch um meine eigenen wachsenden Pflichten kümmern. Falls ihr euch denkt, dass es komplett unrealistisch ist, was ich da mache, ich würde mich genauso verhalten, wenn ich in einem Schloss Gast wäre. Ich würde erstmal reingehen, ins Schlafgemach der Herzogin und würde erstmal alles kurz und klein hauen. Was ist da unterm Bett? Versteckt sie ihr Taschengeld unterm Bett. Die Herzogin. So, und deswegen stehst du hier Wache. Hier ist niemand drin, Bruder. Geh einfach. Der Loot ist echt kacke. So, jetzt haben wir noch links und rechts Räume. Audienzsaal. Er hört gerne nochmal mit dem Drecksclown reden. Ist Mercedes schon weg? Die ist schon. Nee, die steht noch da vorne. Ja. And now his great hero. Ach Gott. Du nervst. Moin. Please, sir. I have a job to do. Ja, natürlich. Ich wollte euch ja auch nicht stören, mein Freund. He'll go no further. He'll go no further. Okay, okay, der Raum ist anscheinend für uns gesperrt. Ich sehe schon. Ah, hier geht's in den Hofgarten. Es wird langsam dunkel. Wir haben doch hier sicher auch so eine Art Gefängniskerker, oder? Ja, da geht's zum Kerker runter. Das sehe ich jetzt schon. Das sehe ich schon an der Aufmachung des Ganzen. So, nachdem wir hier fast jede Vase zerdeppert haben. Früchte? Ich verspreche, es gibt niemanden, der das Spiel so akribisch absucht wie ich. Niemanden. Wenn jemand alles findet in dem Spiel, dann sind's wir, Freunde. Dann sind's wir. Wirklich. Verspreche ich euch.
Augen klar. Aha. Oh Gott, oh, da hat sich wirklich ein Besen in der Tonne versteckt. Ja, da geht's auch zum Garten raus. Es dämmert, Freunde. Es dämmert. Hier geht's in den Audienzsaal zurück, genau. Ich muss das alles kontrollieren. Bitte, bitte kümmern Sie sich einfach um Ihre Arbeit. Ich bin verpflichtet dazu, das Schloss komplett zu kontrollieren. Luftdicht, sehr schön. Es besteht die Gefahr, dass sich die Erlöser höchstpersönlich hier befinden. Oh, ein herzogliches Banner. Schön. Deswegen werden hier alle Kisten kurz und klein geschlagen. Alle Nüsschen werden eingesammelt. So, das haben wir. Das heißt, uns bleibt nur noch der Kerker. Jetzt sind wir jetzt schon schwer beladen, oder? Ja. Jetzt wird's langsam heftig. Man merkt schon so, er schleppt sich. Es war jetzt schon ein bisschen unspektakulär, das Ganze. Oh, hier glaube ich. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ich glaube, das ist der Kerker, wo man eingesperrt wird. Wir haben ja schon mal versehentlich jemanden verprügelt und sind dann in den Kerker gekommen. Übrigens, by the way, weil es mir jetzt noch einfällt. Bei mir werden die Steamerungenschaften zu dem Spiel nicht geladen. Ich weiß aber nicht, warum. Morgen. The noblest of convictions can't fill a man's belly as well as the basest coin, eh? Ich bin absolut deiner Meinung, Sir Jacob. Mayhap I'm serving out my own sentence from some dread crime done in a past life. Vielleicht habt ihr in eurem früheren Leben auch einfach mich freigelassen. Mayhap I'm serving. Skelettschlüssel. Geil. Okay. Oh. Hier geht's noch weiter runter. Das juckt den Wächter auch gar nicht. Nee, das ist seine Pilzkammer und da wir der Erweckte sind, ist es uns auch irgendwie gestattet, diese Pilzkammer leer zu räumen. Oh, wir sind sehr schwer. Boah, jetzt wird's richtig schwer, Freunde. Gott sei Dank ist das der letzte Raum hier, oder? Okay, ich brauch... Ich brauch zwei Skelettschlüssel. Zwei Stück. Dann komme ich da auch rein. Kann ich überhaupt noch... Entschuldigung, werter Herr. Meine Güte. Raus. Es ist schon dunkel. Irgendetwas sagt mir, ich sollte mit der Dame da drüben reden. Ich weiß nicht was. Es ist wahrscheinlich einfach nur Intuition, die mich zu ihr leitet. Vielleicht ist es auch die Gärtnerin, die stinksauer ist, dass wir all ihre Werkzeuge gestohlen haben. Ah, hier drüben. Eieieiei, das geht sich jetzt. Garten der Hätte. Ach, das ist die Herzogin. Oh, Freunde, ist die Herzogin. Jetzt mache ich ein bisschen zu früh Schluss, aber ich würde mir das gern fürs nächste Mal aufheben. Das bedeutet natürlich was, dass die Herzogin hier bei Nacht alleine draußen arbeitet. Ich bin gespannt, was die gute Frau zu sagen hat. Ich freue mich darauf und wir sehen uns dann morgen. Euer Uni-Let's Play. Ciao, ciao.